Der Game Boy ist perfekt für Puzzlespiele geeignet und nicht umsonst ist wohl Tetris mit das beliebteste und das bekannteste Spiel für das System. Durch den großen Erfolg gibt es natürlich auch Dutzende Spiele, die sich an diesem Platzhirschen orientieren. So auch dieser Titel. Aber was genau macht er anders? Was taugt Tetris Blast für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien bei uns und in Amerika 1996, wurde von Toast programmiert und von Nintendo veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher unter dem Namen Super Bomb Bliss. Bei den Spielnamen verwundert es natürlich nicht, dass der grundsätzliche Ablauf natürlich stark an den Puzzle-Klassiker angelehnt ist. Auch hier habt ihr ein Spielfeld und von oben kommen verschiedene Steine herab, welche ihr dann entsprechend kombinieren müsst, dass geschlossene Reihen entstehen und diese dann verschwinden. Sogar die Formen der Bausteine sind deckungsgleich, wobei es aber auch einzigartige Varianten gibt. Schaut man denn doch aber mal genauer hin, haben die Formen eine Besonderheit. Sie enthalten alle eine Bombe oder bestehen sogar komplett aus Bomben. Kombiniert man vier dieser kleinen Bomben zu einem Quadrat, entsteht sogar eine besonders große Sprengkugel. Eine geschlossene Linie könnt ihr nur dann entfernen, wenn in dieser auch mindestens eine Bombe vorhanden ist. Explodieren diese dann, kann es entsprechend zur Kettenreaktion kommen und es werden mehr Steine abgeräumt, als es eigentlich der Fall beim klassischen Tetris wäre. Soweit also das simple, aber durchaus sinnvoll angereicherte Spielprinzip. Damit ihr etwas mehr Abwechslung habt, gibt es für den Einzelspieler drei verschiedene Spielmodi. In Conquest werden euch verschiedene vorgefertigte Rätsel präsentiert, die ihr dann lösen müsst. Um euren Fortschritt hier zu sichern, gibt es ein Passwortsystem. Im Trainingsmodus tut ihr im Prinzip genau das, trainieren. Ihr habt ein leeres Feld und könnt euch dort dann austoben. Der dritte Modus ist für mich der interessanteste, der Fight-Modus. Hier mag der erfahrene Puzzlespieler wahrscheinlich schon eine Ahnung haben. Wahrscheinlich zwei geteilte Spielfelder und man spielt gegen den Computer. Das verbirgt sich glücklicherweise aber nicht hinter diesem Modus. In diesen Levels schwebt immer ein Computergegner herum und stört euch aktiv beim Stapeln der Blöcke, indem er sie zum Beispiel gewaltsam herunterzieht, sollte er euch erwischen. Es gibt auch verschiedene Gegner mit verschiedenen Fähigkeiten. Für Abwechslung ist hier also definitiv gesorgt. Die Grafik ist im Prinzip genau das, was ihr erwartet. Solide Tetris-Kost ohne allzu viel Schnickschnack drumherum. Wirklich glänzend tut das Spiel im Soundbereich. Die Musik, die geht richtig ins Ohr und passt einfach perfekt zu dem Spiel. Was taugt Tetris Blast für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel sehr. Ich dachte mir zuerst, oh Mann, mal wieder so ein Tetris-Klon. Aber das Spiel hat mich dann doch eines Besseren belehrt. Durch die Bomben und vor allem den Fight-Modus kommt hier dann doch sehr viel mehr Frische herein. Daher kann ich das Spiel allen Puzzle-Interessierten wirklich nur empfehlen. Das war der Test so Tetris Blast für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.